So, heute wollen wir mal zeigen, wie man einen Monolog in ein Theaterstück einfügen kann. Wir machen das am Beispiel einer Szene aus dem Theaterstück Der Besuch der alten Dame, aber wir machen das so, dass man das auch auf andere Möglichkeiten, andere Dramen übertragen kann. Klären wir erstmal, worum es grundsätzlich geht. Hier in Romanen, Kurzgeschichten, ne, da gibt es einen Erzähler. Das heißt, wenn die Figur denkt, dann kann der Erzähler dem Leser das mitteilen. Sowas nennt man dann einen inneren Monolog. Im Drama oder im Theater gibt es diesen Erzähler nicht. Das heißt, da kann es auch keinen inneren Monolog geben, denn da, was im Inneren der Figur abspielt, ne, das wird ja nicht nach außen transportiert, erreicht also die Zuschauer hier nicht. Und darum hat man sich da was einfallen lassen. Ne? Man macht das meistens so, wenn da irgendwas Spannendes passiert ist, dann verlassen die anderen Figuren die Bühne. Eine Figur bleibt zurück und die geht dann so ein bisschen zum Rand und spricht dann so, ne, zu den Zuschauern, sodass man das Gefühl hat, ne, nur die bekommen das mit. Und das Ganze natürlich sehr interessant, weil man sich auf die Art und Weise dann in die Figur auch ganz gut reinversetzen kann, wenn man so einen Monolog jetzt zusätzlich hinzufügt. Schauen wir uns mal an, hier, wie das ablaufen könnte. Man hat also hier einen Dramenverlauf, die Entwicklung des Konflikts, ne? Und an irgendeiner Stelle soll man dann einen Monolog einfügen. Und da gibt es meistens dann eine unmittelbare Vorgeschichte, die ist dann besonders wichtig. Aber auch es gibt noch alte Sachen, an die die Figur dann zurückdenkt, weil sie damit was zu tun haben und so weiter. Die können auch angesprochen werden. Und die Figur denkt natürlich auch an die Zukunft, denn das ist ja das, was ihr dann bevorsteht. Diese Sachen rechts, ne, die packen wir in die Dokumentation rein. Das kann man sich da in Ruhe dann noch durchlesen. Hier halten wir es relativ kurz. Das machen wir auch hier mit unserer Übersicht über diese Polizistenszene. Da haben wir nämlich ein eigenes Video zu gemacht. Die Informationen dazu verlinken wir entsprechend in den Informationen. Das kann man sich also dann leicht mal anschauen, wenn man sich für den Fall noch näher interessiert. Auf jeden Fall ist wichtig, dieser Ill, der fühlt sich verfolgt, weil eine ehemalige Geliebte, die dann Milliardärin geworden ist, unheimlich viel Geld hat, die will sich an ihm rächen, weil er sie nämlich mit dem Kind hat sitzen lassen. Und er möchte jetzt, nachdem die den Mitbürgern das Angebot gemacht hat, wenn der Ill stirbt, dann bekommt ihr 1 Milliarde. Und da fühlt er sich natürlich jetzt verfolgt, hat Angst und geht zum Polizisten und will, dass die Frau verhaftet wird. Und da prallt er, aber da wird er völlig abgewiesen. Der Polizist sagt, oh, die hat doch noch gar nichts gemacht und so weiter. Und außerdem, wer zahlt denn 1 Milliarde? Das kann doch gar nicht ernst gemeint sein. Und dann entdeckt er auch noch, Mensch, die Frau, der Polizist hat ja auch schon gelbe Schuhe an. Ne? Also das ist ein Beispiel für all die teuren Sachen, die Leute sich da kaufen. Goldzahn hat er sich ins Gebiss reinpflanzen lassen. Und er erzählt davon, dass er den teuren Alkohol jetzt mit einem anderen Kumpel zusammen trinken will. Alles das spricht natürlich dafür, dass der Polizist, ne, auch schon auf der Seite der Jäger steht. Er hat sogar ein Gewehr in der Hand. Das richtet er auch einmal kurz auf den Ill, tut aber so, als sei das nur für die Jagd nach einem wilden Tier, einem Panther, gedacht. Das ist so ein Schoßhündchen in Anführungsstrichen, das die alte Dame da mitgebracht hat. Der ist jetzt hat sich freigemacht, läuft also durch die Gegend, muss also jetzt unschädlich gemacht werden. Auf jeden Fall hat der Ill fürchterlich Angst. Und dann überlegt man sich, was könnte eine Rolle spielen. Wir nehmen das nochmal kurz auf, die direkte Situation, diese Fassungslosigkeit, keine Hilfe von der Polizei. Hätte er sich denken können, ne? Denn da werden Dinge angesprochen, die zeigen, dass der Polizist auch auf der Seite der anderen steht. Und das ist dann die Überleitung zur allgemeinen Situation. Mensch, wie war das doch am Anfang so, als der Bürgermeister doch gesagt hat, nie werden wir hier so etwas zulassen. Ne? Und dann merkt man, die Leute sind alle dann für Geld anfällig geworden. Und das ist auch die Überleitung nach vorne. Denn dann fällt ihm ein, Mensch, der Bürgermeister, der stand doch ganz klar zu mir und hat gesagt, lieber bleiben wir arm als blutbefleckt, ne? Und darum will er zu ihm, um sich dann von ihm helfen zu lassen. Dann haben wir hier mal den Dialog mal probeweise ausformuliert. Regieanweisung, kaum ist der Polizist gegangen, sinkt der Ill auf seinem Stuhl zusammen und fasst sich an den Kopf. Unglaublich, ich fasse es nicht. Und sowas ist Polizist.
Alles hat er abgewimmelt. Am schärfsten fand ich ja, je mehr Geld im Spiel ist, desto weniger ist es ernst zu nehmen. Und dann die gelben Schuhe. Ich hätte es gleich sehen müssen. Der ist genauso, nur am Geld interessiert wie die anderen auch. Ach, aber wenn ich an die Antwort des Bürgermeisters denke, der hat doch gesagt, Mensch, wir stehen für Europas Werte ein, für Menschlichkeit und lieber bleiben wir arm als blutbefleckt. Zu dem muss ich jetzt hin. Der steht bestimmt zu mir. Er will mich ja auch als Nachfolger haben. Den zukünftigen Bürgermeister für Geld umzubringen, das ist ja wohl unglaublich. Aber als erstes soll man den Polizisten rauswerfen, ne? Der die eigenen Leute nicht mal unterstützt. Und dann macht er sich auf den Weg zum Bürgermeister. Ja, was sollte man sich merken? Sich erstmal in die Situation klar machen, in der die Figur hier ist. Denn die will ja etwas raushauen. Irgendwas bewegt sie ganz intensiv. Und darum ist dieses Beispiel mit dem Ill hier ganz hilfreich, weil man sieht, dass er natürlich voller Gefühle ist. Das ist das, was ihn direkt bewegt von dem, was er gerade erlebt hat. Aber es gibt eben natürlich auch die allgemeinen Dinge, die vorher schon gelaufen sind, da reinspielen. Und er denkt eben an die Zukunft, macht sich da vielleicht Hoffnungen und so weiter. Und wir haben das mal hier in drei Punkte zusammengefasst, was da eine Rolle spielen könnte. Und das kann man auf andere Dramen übertragen. Was war das denn da eben? Und was zeigt sich da allgemein? Und was bedeutet das für meine Zukunft? Hier haben wir schon mal den Link eingetragen, wo wir die ganze Dokumentation ablegen. Aber das bringen wir auch hier in die Informationen rein zum Video. Dort eventuell auch Ergänzungen, Korrektur von Fehlern. Interessiert sind wir auch vor allen Dingen an Fragen und Anregungen, die ihr in die Kommentare reinschreiben könnt. Besonders natürlich, wenn ihr irgendein anderes Drama habt, wo ihr gerne Anregungen haben möchtet, wie man das machen könnte. Und wer unseren Kanal abonniert, der wird natürlich auch informiert, wenn wir noch weitere Dinge hier entsprechend bei YouTube hochladen. Auf jeden Fall wünschen wir euch viel Erfolg.